Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal, und zwar heute Ungarn gegen Frankreich. Jawohl! Die Gruppe der Deutschen ist wieder dran. Die Deutschen spielen heute um 18 Uhr. Da bin ich echt mal gespannt auf das Spiel. Wenn Deutschland verlieren sollte, Ungarn würde vielleicht ein Unentschieden gegen Frankreich machen. Oh, da wird es schlecht aussehen. Dann müsste Deutschland gegen Ungarn gewinnen. Erstmal Kaffee. So. Jawohl. So, jetzt die Aufstellungen gleich. So, Kulaski im Tor der Ungarner. Szolai, Orban und Fiola. Dann Szoboszlai, Hangaia, Lovrencic. Ja, so schnell konnte ich keinen lesen. Egal. Ihr habt es ja gesehen. So, mein Tipp wäre natürlich, dass Frankreich gewinnt. So 2-3-0. Ja. Ungarn ja, ich glaube, 3-0 verloren gegen Portugal. Die Deutschen 1-0 gegen Frankreich durch das Eigentor von Hummels. So, hier Loris im Tor der Franzosen. Dann Hernandez, Kimbembe, Varane und Pavard. Dann Rabiot, Pogba und Conte. Und im Sturm Mbappé, Benzema und Griezmann. So, erste Halbzeit wieder mit Ungarn. So, und los geht's hier. So. Oh, beinahe ein Eigentor. So, erste Ecke hier in diesem Spiel. So. Mal gespannt hier. Und auf geht's. Und. Ach. Oh, hier Mbappé jetzt wieder. Der Ungarn-Spieler kommt gar nicht hinterher. Ah! Oh! Nein! Ich hätte es ausschießen sollen. So ein Mist. Tja, aus Fehlern wird man bestraft. Oder bei Fehlern, so. Bei Fehlern wird man bestraft. Bei mir ist der Controller am Arsch. So, hier wieder Mbappé. Oh je, oh je, oh je. Oh nein, 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 nein. So. Da ist nochmal das 1-0. Blöd. So. Griezmann. Oh, oh. Oh, Glück. In der Zeit, wo ich so lost bin, könnt ihr mal eure Tipps in die Kommentare schreiben.
Uiuiui. Was denn die so schlecht spielen, die Ungarn spiel das Ungarn-Team hier, oder? Nein! Naja. Rabiot. Er hätte ja auch beinahe das 2-0 gemacht für die Franzosen gegen Deutschland. Beinahe. Ein Eigentor, oder? Oder was? Mbappé? Komm, zeig nochmal hier. So, Rabiot zu Mbappé. Klar war es ein Eigentor. Ach, wie dumm, Alter. 3-0 liege ich jetzt schon zurück. Läuft der echt super. Und jetzt spiele ich noch gegen mit Frankreich gleich. Das könnte spaßig werden. So, die Spieler gehen in die Umkleide und wir sehen uns dann gleich nach der Halbzeit. Da sind wir wieder in der zweiten Halbzeit. Ich habe keine Auswechslung vorgenommen. Noch nicht. Oh, was war das? Und auf geht's. Okay, Frankreich lässt sich auf jeden Fall besser spielen. Hier zum 4-0. Eieieiei. Ungarn kriegt ja richtig auf die Fresse. So. Naja. Also wenn die wirklich so spielen sollten heute, dann Chapeau. Oh, erster Versuch hier des Ungarn-Teams hier. Uiuiuiui. Der war eigentlich gar nicht so schlecht. Oder? Na gut, der war eindeutig. Ne? War doch nicht so eindeutig. Ja gut. Oh! Ah! Warum macht Benzema denn nicht rein? Ja, moin. Ja gut, 5-0. Für ein Mbappé. Nein! Ah! Ich wollte doch schießen. Ach, ja gut, führen eh schon 4-0, also macht das nix. So, Ungarn wechselt. So. Und weiter geht's. Ja, noch 8 Spielminuten ungefähr, plus Nachspielzeit. Jawohl. Abseits. Das hätte ich sehen müssen.
der. Hä? So, Ungarn kommt mal wieder hier nach vorne. Das erste Mal, dass die mal aufs Tor ziehen hier. So, jetzt aber hier. Kilian Mbappé. Och, scheiße. Gut, wenn ich drauf geschossen hätte, wäre er auch nicht reingegangen. Jo. Das Orakel sagt, dass Frankreich 4-0 gewinnt hier. Ich denke mal, das ist ein bisschen zu hoch. Ich denke mal so 2-3-0. Wird schon ausgehen, hoffe ich mal. Ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel. Das wird dann Portugal gegen Deutschland sein. Ja, also schreibt eure Tipps in die Kommentare. Bis dann. Auf Wiedersehen.